Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Crash Bandicoot zusammen mit Mariposa, das bin ich. Tja, wir haben... Meine Aufnahme geht gerade los und schon fängt mein Handy an zu jaulen. So, alles geklärt. Es war Papa Nova. Hey, guckt übrigens mal bei dem vorbei, der ist auch ganz cool drauf. Und ja, wir haben hier drüben einen geheimen Schlüssel entdeckt. Und ich möchte jetzt diesen geheimen Schlüssel als allererstes mit euch verwenden. Das geht nämlich dann hier rüber. Du... Wulhock, sagen wir jetzt einfach. Ich weiß übrigens nicht, wie das jetzt laufen wird. Ich habe einen neuen... Ja. Ich habe einen neuen Controller. Ja, vorher habe ich ja immer mit diesen blauen und diesen roten Dingensbummens gespielt. Nein! Und jetzt habe ich endlich mir einen eigenen Wireless-Controller geholt. Ein mit Yoshi drauf. Yoshi, mein Schatz. Bin mal gespannt, wie sich das so entwickeln wird. Bis jetzt ist er eigentlich genau wie ein... Huch! Ja, toll. Xbox-Controller. Ja, hat auch irgendwie die Form davon. Also, keine Ahnung, ob Nintendo da ein bisschen abgekupfert hat oder nicht. Also, aber mir gefällt er vom Design her. Ja, ist schön mit Yoshi drauf. Ja, grün ist eigentlich nicht so meine Farbe. Aber wieso springt es denn nicht? Wir merken uns bitte mal meine Leben. 74. Blup. So. Wow. Nein! Oh, jetzt bin ich schon drüber gekommen. Dann springe ich auf das andere Wildschwein drauf. Entschuldigung. Oh Mann, ey. Es ist noch sehr ungewohnt, mit diesem Controller zu spielen. Habe ich gestern bekommen. Amazon sei Dank. Und jetzt heißt es sich umgewöhnen. Ja, das hat geklappt. Oh, sehr gut. Oh, wo wollte er denn jetzt hin? Klitsch. Sehr gut. Und den ersten Checkpoint. Endlich. Ah! Oh. Mist. Jetzt dauert es wieder ewig, bis wir das hier geschafft haben. Wir sind bei der zweiten Insel. Beim Koala-Kerl angekommen eigentlich. Wir haben noch erwischt. Ja, klatsch. Und damit hätten wir dann die zweite Insel, wenn wir den besiegt haben. Und wir haben es geschafft. Und den silbernen Edelstein. Yay. Hätten wir die auch abgeschlossen. Und dann ist es nur noch die schreckliche, ich nenne sie immer Cortex-Insel. So, da hätten wir den Edelstein. Und jetzt, tja, Koala Kong, wir machen dich fertig. Da ist er, der große Muskelprotz. Sehen wir also zu, dass wir ihm gehörig den Blaschmarsen. Wie ich das beim ersten Gegner Papu Papu gesagt habe. So, jetzt hat er dreimal so geworfen und jetzt müsste genau ein langsamer kommen. Lass mich nicht. Und zurück mit dem Ei. Voll in die Fresse. Blup. 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 So, ich gehe immer wieder mit in die Mitte. Vielleicht klappt es ja dann besser wegen zurück. Schießen. Klatsch. Und wieder in die Fresse. Ah. Blup. Ah. Na toll, so viel dazu, da in die Mitte zu gehen. Ja toll, sind die da auch noch im Weg. Jetzt aber. Nein, ich habe den Wagen getroffen. Och Mist. Naja, noch ein Versuch. Noch schlagen wir uns ganz gut. Gleich wird wieder eins runterfallen. Genau, da ist es.
schnell zurück. Geschafft. Noch vor den 12 Wagen. Ich weiß nicht, wie lange der immer mit seinen Muskeln da rumprotzt. Ah! Was war das denn? Oh Mann, wir waren so weit. Ja gut, okay. Hör auf, dann so komisch rumzuschreien. Mach lieber hier. Oh. Jetzt löse ich aber mega ab. Tut mir leid, dass ich so ewig brauche für diesen Gegner. Eigentlich ist er ja recht simpel gestrickt, ne? Aber ich habe auch, um ehrlich zu sein, die Nacht durchgezecht. Mit Tomb Raider. Eins. Zwei. Drei. So, und jetzt kommt der Langsame, genau. Ich hatte so viel Spaß an dem Spiel. Ich liebe es einfach. Es werden auch definitiv noch mehrere Spiele aus meiner Kindheit kommen. Oh. Ich habe da noch ein bisschen was vor eigentlich. Ich habe da auch einen kleinen Plan. Ich weiß aber nicht, ob es aufgeht. Muss ich erstmal schauen. Aber vielleicht gefällt es dem einen oder anderen, ja, was ich da noch so plane. Oh Mann! Ich habe da nämlich noch so ein kleines Experiment vor, muss ich gestehen. Ich weiß aber nicht, ob das ankommt bei euch. Es ist ein Spiel aus meiner Kindheit, hat man, ich kann es ja schon mal verraten, auf dem Gameboy gespielt. Ups. Und auf dem Gameboy ist es natürlich alles schwarz-weiß. Und ich weiß aber nicht, ob den Leuten das gefallen würde. Wenn ich da irgendein Gameboy-Spiel zocke auf einmal. Aber, ja, Tomb Raider habt ihr ja auch relativ gut aufgenommen eigentlich. Wenn ich überlege, mit eins meiner besten Spieler. Ja, endlich. Aber das ist auch ein sehr, ein richtiger Klassiker ist Tomb Raider eigentlich. Hat euch denn... Wusch! Und damit sind wir auf der dritten Insel, auf der Cortex-Insel. Ich weiß gar nicht, kann ich hier... Ja, guck mal. So sieht's aus. Da oben ist er. Da ist er. Und wir sind da. Hier sind wir. Oh, wartet mal kurz. Ich glaube, die Katze will mal wieder reinkommen. So, ich bin wieder raus und habe erstmal meinen Mann an den Make-up. Der hat nämlich einfach die Katze rausgelassen und mir nichts gesagt. Und jetzt stand das arme Ding da draußen auf dem Balkon. Es hat vorhin bei uns geschneit, aber so richtig dicke Flocken halt. Es ist schon alles weiß draußen. Und sie saß da auf dem Balkon und wollte... Oh Gottes Willen, was war das denn? Und wollte so gerne rein und ich habe sie erstmal nicht mitgekriegt. Oh, das arme Ding. Aber keine Sorge, sie ist eine Norweger Katze, das heißt, sie kann Kälte gut ab. Ich weiß, es ist keine Entschuldigung, die trotzdem zu vergessen, aber... Ich habe sie ja jetzt reingeholt. Und aha, da unten ist ein kleines Geheimnis. Bumm. Hier sind die Kisten, die einem immer fehlen würden. Und er da, ich weiß immer noch nicht seinen Namen. Ich habe das Spiel jetzt schon, bin jetzt schon auf der dritten Insel und ich weiß immer noch nicht, wie er heißt. Ah! So, neuer Versuch, hier durchzukommen. Lup. Lass mich in Ruhe. Also, für die Leute, wir haben den Balkon. An diesem Balkon haben wir katzensicher gemacht. Weil wir wohnen zwar ländlich, oh Gott, aber wir wohnen dennoch an einer Art Hauptstraße. Und die Leute bremsen einfach nicht für Katzen. Das machen die seltensten Leute. Und Nora, unsere Bunte, will unbedingt halt ein bisschen frische Luft. Sie will nicht rumstromern großartig, das nicht. Aber sie will halt gerne mal raus und sich den Wind um die Nase wehen lassen. Ne? Und da haben wir gesagt, ja gut, wir haben den Balkon. Warum soll man es ihr nicht gönnen? Ja, mach mal den Katzensicherheit, ne? Und jetzt ist sie halt immer mal wieder, kommt sie halt zu uns in den PC-Raum. Ups. Ups. Oh, ich bin auf Mist. Und gönnt sich so ein bisschen frische Luft. Also wir sitzen dann im PC-Raum und sie kommt dann an, miaut rum, nervt uns quasi. Und dann machen wir einfach das Fenster auf und lassen sie raus.
Ist jetzt nichts Kompliziertes. Meistens sind wir dann auch noch im PC-Raum, wenn sie wieder rein will. Von daher ist sie auch nicht so lange dann meistens draußen. Aber sie hat halt die freie Wahl. Oh Gott, war das knapp. Ich springe einfach los, obwohl das da losgeht. So, Bonus-Level. Also bis jetzt sind wir auch ganz gut damit gefahren. Also wenn man einen Balkon hat, kann ich das nur empfehlen, wenn die Katzen unbedingt rausholen. Und was ist das hier? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 3, 3, 4, 5. Nein, nein, nein. Oh, geschafft. 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5! Geschafft! Yay! Und keine extra Leben, was soll denn der Blödsinn? Aber wir haben es geschafft! Gleich beim ersten Versuch! Die anderen Katzen gehen auch gerne mal raus auf den Balkon, aber die sind da nicht so ganz viel. Nora braucht da mehr Auslauf quasi. Wir haben zwei Norweger und einen Maine Coon-Kater. Ja? Wir haben halt ein großes Haus mit einem großen Grundstück eigentlich. Und wir haben nebenan sowas wie eine Kneipe halt. Also hatten sowas wie eine Kneipe nebenan. Ja, Corona, alles zu und sowas, ne? Aber da kommt halt öfters mal Ungeziefer hier rüber. Ne? Also in Form von Nagetieren, Marder, Mäuse, teilweise auch Ratten. Und da müssen wir ja was gegen tun. Also haben wir uns Rattenfänger angeschafft. Deswegen auch diese große... Ja, was war das denn Geiles hier? Deswegen auch diese großen Rassen. Ja, dann kann uns nichts passieren. Die sind auch schön anzusehen, also warum nicht, ne? Nora ist halt, wie ich sagte, unsere Bunte. Boritz war mein früherer Kater. Bohne, der Namensvetter, ist rot. Und Moppelchen, alias Roxy, ist halt schwarz getigert. 1, 2, 3, 4. Oh Gott, Pause. Ganz, ganz kurze Pause. Nein! Mist! Okay, noch ein Versuch. Ja, wenn es euch interessiert... Ah, nee, ich muss erstmal hier hin. Wenn es euch interessiert, kann ich ja gerne mal Bilder auf Instagram oder so hochladen, wenn ihr die mal sehen wollt. Sind alle ganz hübsch anzusehen eigentlich. Sind auch eigentlich... Sind auch eigentlich ganz große Schmuser, besonders Bohne. Der kommt immer mal gerne an und lümmelt sich zu einem aufs Sofa. Allerdings muss ich gestehen... Ich habe jetzt mein ganzes Leben lang Katzen gehabt, ne? Und eine Katze hatte ich wirklich mein bisheriges ganzes Leben. Das war Charlie. Warum komme ich denn da auf dieses eine nicht drauf? Oder Charles gemerkt. Charles war Brite. Er war also ein bisschen ernster im Leben. Aber mein Charlie-Lein, oh, der ist letztes Jahr von uns gegangen. Nicht 2020, 2019 meine ich. Also so schon über ein Jahr weg. Und jetzt, weil ich über Charlie rede, kann ich nicht mehr spielen. Ich hatte den ganzen 25 Jahre lang, beziehungsweise war er 25 Jahre alt. Und gehabt habe ich ihn über 20 Jahre. Ich glaube, 22 Jahre habe ich ihn insgesamt gehabt. Müsste ich nochmal in seinen Papieren nachgucken, aber 20 bis 22 Jahre waren das. Und dann ist der arme Kerl gestorben. Endlich bin ich hier rübergekommen. Und alle dachten immer, wenn es mit Charlie zu Ende geht, weil ich ihn halt so lange hatte halt, ne? Dachten sie immer alle, oh, du rennst doch dann mit dem andauernd nur zum Tierarzt und dann quält der arme Kerl sich. Ich so, nee, tu ich nicht. Bam. Würde ich Charlie nie antun. Dafür habe ich ihn viel zu lange und ich würde niemals wollen, dass er sich quält. Also habe ich dann ihn quasi gehen lassen halt, ne? Also trotzdem mit Spritze halt, ja. Damit er sich nicht noch weiter quält. Aber ich wollte halt nicht, dass ihm irgendwas in seinen letzten Stunden, dass ihm da irgendwas niedermacht oder so.
Er hatte sich sowieso schon, weil er einmal gestürzt ist. Und da hat er sich wehgetan. Da hat er sich quasi die Hüfte so ein bisschen verrenkt halt, ne? Und da habe ich es gut gemeint. Ich habe gesehen, er hat Schmerzen. Bin also dann doch mit ihm zum Tierarzt. Und habe gesagt, nichts großartig behandeln. Das wird schon wieder mit ihm. Er ist 10, ne? Ich möchte einfach nur, dass sie ihm einen Schmerzmittel gerade geben. Dass er halt... Weil er nicht mehr laufen konnte halt, ne? Ich musste ihn die ganze Zeit mit mir mittragen. Dass er halt einfach gehen kann. Und dass er alleine aufs Katzenklo gehen kann. Und dass er alleine zum Fressen abkriegen konnte. Weil er hat bis zum Ende gefressen. Ja, also... Und wir haben den silbernen Edelstein. Schön. Ja, also... mir kommen die Tränen, mein armer Charlie. Und da habe ich ihm halt die Spritze geben lassen. Schmerzmittel waren es eigentlich nur. Allerdings hat er dann bei diesem Schmerzmittel negativ drauf reagiert. Und dadurch ist er im Prinzip dann gestorben halt. Ne? Also dadurch ging es dann zu Ende mit ihm. Er hat das nicht vertragen und seine Organe haben durch diese Spritze aufgehört zu arbeiten halt. Ne? Das war dann nicht so schön und dann habe ich ihn gehen lassen. Aber gut, ich sollte lieber über was anderes reden. Leute, wir haben hier den silbernen Edelstein beim ersten Level. Und ich würde jetzt den Part beenden. Ich muss mich erstmal wieder beruhigen, um ehrlich zu sein. Ich vermisse meinen Charlie so sehr. Wenn dieser Part euch trotzdem gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr ein Like und ein Kommi da lasst. Wenn es euch generell mit mir gefallen hat, dann hinterlasst auch sehr gerne ein Abo für diesen Kanal. Würde mich mega freuen. Es war diesmal ein bisschen emotionaler unterwegs, aber naja, ich habe noch andere Videos, wo ich ein bisschen fröhlicher bin. Da könnt ihr gerne vorbeischauen. Und ich hoffe, ihr schaltet wieder ein, wenn es heißt Crash Bandicoot zusammen mit Mariposa. Bis dann. Ciao!